Endlich gibt es einen zweiten Teil meiner Meal Prep Rezeptideen für euch. Ich habe noch einige weitere Rezepte für euch, die sich gut vorbereiten lassen, gut mitnehmen lassen, gut kalt essen lassen oder auch gut im Kühlschrank aufbewahren und dann in der Mikrowelle warm machen lassen zum Essen, damit es in der Woche schneller geht. Für alle Studierenden und Arbeitenden, die keine Zeit haben, sich jeden Abend ein gesundes und leckeres, frisches Essen zuzubereiten, aber trotzdem gern was Gutes essen wollen. Außerdem sind all die Rezepte vegetarisch und lassen sich super einfach veganisieren, indem ihr einfach den Feta weglasst oder mit veganem Feta ersetzt. Und so hoffe ich, dass für jeden von euch was dabei ist und ihr Lust habt, all meine Rezepte auszuprobieren. Wie immer findet ihr die genauen Rezeptanleitungen unten verlinkt, damit ihr es einfacher nachmachen könnt. Und ich würde mich mega freuen, von euch Feedback auf Instagram als Foto geschickt bekommen oder eine Nachricht von euch zu hören, wenn ihr eines der Rezepte ausprobiert. Ihr könnt auch super gerne unten kommentieren, wenn ihr ein Rezept ausprobiert oder ausprobieren wollt, welche Rezepte euch besonders ansprechen. Und mich würde auch sehr interessieren, was für weitere Rezeptvideos ihr gerne von mir sehen wollt. Und dann starten wir auch direkt mit dem ersten Rezept. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und würde mich mega freuen, von euch einen Daumen nach oben zu bekommen und dass ihr unten abonniert, falls ihr das noch nicht seid. Als allererstes bereiten wir einen super schnellen und einfachen gebratenen Reis zu. Das Rezept eignet sich perfekt, um Leftover-Reis aufzubrauchen. Ich koche nämlich Reis zum Beispiel immer so, dass ich eine große Menge koche, davon einen Teil einfriere und den dann später wieder auftaue. Einfach damit es schneller geht und weil ich Reis kochen nervig finde. Vor allem für eine Person lohnt sich das oft gar nicht. Das wäre also Tipp 1 von mir, um Zeit zu sparen beim Meal Preppen, ist Reis in großen Mengen kochen und dann einfrieren, weil der braucht genauso lang zum Kochen, wenn ihr den in einer großen Menge kocht, wie wenn ihr den in einer kleinen Portion kocht. Und außerdem ist dieses Rezept super, um alles Mögliche an übrig gebliebenem Gemüse, was reinpasst, mit reinzuschnippeln, was vielleicht fast schlecht wird oder was aufgebraucht werden muss. Ich habe also als allererstes kleingeschnittene Zwiebel in etwas Olivenöl in der Pfanne andünsten lassen und dann meinen einzigen Lonely Pills hinzugegeben, sowie etwas Tiefkühlgemüse. Da hatte ich Brokkoli und so eine Möhren-Blumenkohl-Mischung. Dann gebe ich außerdem nach einer Weile, wenn das Gemüse etwas aufgetaut ist, dann kleingeschnittenen Tofu hinzu. Hier hatte ich Räuchertofu, ihr könnt aber auch Naturtofu verwenden. Und meinen Knoblauch, den ich erst ein bisschen später dazu gebe, damit der noch mehr Geschmack enthält. Und dann habe ich hier meinen fertig gekochten Reis, den habe ich aufgetaut. Und den mische ich dann mit unter zum Anbraten und Erwärmen. Anschließend ging es dann an den wichtigsten Teil, das Würzen. Bei mir kam ein großer gehäufter Teelöffel Tomatenmark mit rein, sowie rote Currypaste und einiges an Sojasauce. Dann habe ich noch ein paar Tiefkühl-Edamame und Tiefkühl-Erbsen untergemischt. Die mache ich immer relativ zum Schluss, weil die sonst so super schnell gar werden. Weiter geht's mit dem Würzen. Ich habe Currypulver verwendet, Kurkuma, Paprikapulver, Knoblauchpulver und Pfeffer. Salz gebe ich nicht hinzu, weil Sojasauce immer schon ziemlich salzig ist. Was gebratenen Reis beim Asiaten so lecker macht, ist die Süße. Deswegen habe ich eine großzügige Menge Honig mit in mein Essen gegeben. Ihr könnt aber auch Ahornsirup oder Agavendicksaft nehmen, wenn ihr es vegan machen wollt. Außerdem kam bei mir noch Sriracha-Mayo hinzu und etwas Zitronensaft. Und schon ist das Rezept fertig, ziemlich schnell und einfach zusammengerührt und vor allem lässt sich super anpassen mit verschiedenem Gemüse. Ich garniere es ganz gerne noch mit etwas schwarzem Sesam. Das Essen bewahre ich dann nach dem Abkühlen in meiner Monbento Zero Waste Brotbüchse im Kühlschrank auf und in der kann ich es auch ganz einfach wieder in der Mikrowelle aufwärmen und dann zum Beispiel in die Monbento Elements umfüllen, in der bleibt es nämlich warm. Ich liebe den Thermosbehälter, weil mit dem kann ich auch an einem langen Unitag zum Mittag was Warmes und Selbstgemachtes genießen. Der hält nämlich Essen bis zu 10 Stunden warm oder kalt. Und wenn ihr auf der Suche seid nach praktischem Zubehör und Dosen für euer Meal Prep Erfolg, dann bekommt ihr bei Monbento 10% Rabatt mit dem Code MINDWANDERER10. Viele der Produkte lassen sich auch personalisieren und so habe ich auf dieser Monbento Original Terracotta Recycled meinen Namen stehen. Vielleicht auch eine ganz süße Geschenkidee. Und damit starten wir ins zweite Rezept, diesen wundervollen Pesto Pasta Salat. Der ist nicht nur super zum Meal Preppen, sondern auch gut für Grillabende oder zum Picknicken. Ich habe hierfür Vollkornfusilini gekocht. Ich finde Penne aber auch immer super oder diese Schmetterlingsnudeln, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Farfalle, glaube ich. Wenn ihr den Salat aber noch ein bisschen besonderer machen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auch Tortellini verwenden. Das habe ich auch schon gemacht und es schmeckt so gut. Zum Beispiel mit Spinat-Ricotta-Tortellini oder auch solchen veganen Gemüsetortellinis, die es zum Beispiel beim Lidl, Rossmann oder DM gibt. Ansonsten verfahrt ihr mit dem Rezept aber komplett gleich. Ich brate hier Zwiebeln und Knoblauch und etwas Olivenöl an, gebe dann Pilze hinzu und nach einer kurzen Weile auch kleingeschnittene Zucchini. Ganz wichtig, nicht vergessen, etwas vom Nudelwasser aufzuheben, damit der Salat später nicht trocken wird. Außerdem kommen in den Salat ein paar kleingeschnittene Cherrytomaten sowie Oliven und getrocknete Tomaten und wenn ihr mögt, auch Artischockenherzen.
Wenn das Gemüse aus der Pfanne gar ist, könnt ihr die Nudeln unterheben und auch die anderen frischen, kalten Zutaten hinzugeben. Der Salat kann sozusagen kalt oder auch so leicht warm gegessen werden, was ich mega mag. Wie der Name schon verrät, folgt dann als Soße und auch als Würze das Pesto. Ich verwende am liebsten grünes Pesto mit Basilikum, da gibt es ja auch veganes. Und davon kommt eine ordentliche Menge in die Nudeln, damit sie richtig schön viel Geschmack haben. Und eben noch etwas von dem Pastawasser, damit sich das Ganze besser vermischen lässt. Nudeln nehmen man meistens noch ein bisschen extra Feuchtigkeit auf und damit das Pesto nicht komplett trocken an den Nudeln klebt, kommt eben noch ein bisschen Pastawasser hinzu. Für ein bisschen mehr Frische und Grünzeug gebe ich auch noch Rucola mit rein. Ihr könnt aber auch Babyspinat zum Beispiel benutzen. Das ist mein persönlich liebster Nudelsalat und ich finde, ihr solltet den diesen Sommer unbedingt mal ausprobieren. Wenn ihr nicht ganz so faul seid wie ich und es nicht ganz so schnell gehen muss, könnt ihr natürlich auch super gerne das Pesto selber machen. Ich habe für euch hauptsächlich herzhafte Mittag- und Abendessen-Rezepte zusammengestellt, weil ich dachte, zum Frühstück ist es ziemlich einfach, sich ein Schnittchen zu schmieren oder ein Porridge mitzunehmen. Da habe ich ja auch schon einige Porridge-Rezept-Videos, die ich euch auch unten verlinken werde, wenn ihr gerne Porridge zum Frühstück unterwegs dabei habt. Und mein letztes Meal Prep Rezepte Video werde ich selbstverständlich ebenfalls unten verlinken, falls ihr das noch gar nicht gesehen habt. Ich habe aber auch noch eine Porridge Alternative für euch zum Frühstück oder als Snack und zwar diesen Kokos Chia Pudding mit Himbeeren. Dafür habe ich 250 Milliliter Kokosmilch und damit meine ich die Kokosmilch aus der Dose, die ich vorher in der Mikrowelle kurz aufwärmen lassen habe, damit das Feste und das Flüssige sich verbindet, mit 40 Gramm Chiasamen gemischt, gut umgerührt und dann auch noch einen Teelöffel Kokosblütenzucker dazugegeben. Ihr könnt auch andere Süße verwenden oder auch auf Süße verzichten. Dann habe ich mein Schraubglas zugeschraubt und das über Nacht bzw. für 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank gelassen. Nebenbei oder später bereitet ihr dann die Himbeersoße zu. Dafür habe ich Tiefkühlhimbeeren verwendet. Ihr könnt natürlich auch andere Früchte nehmen und die einfach aufkochen lassen und ein bisschen auskochen lassen, damit es etwas dickflüssiger wird. Noch mit Honig gesüßt und dann können damit auch schon der fertige Kokos-Chia-Pudding garniert werden. Ihr seht, der ist richtig schön cremig und fest geworden. Und da gebe ich einfach die heiße Himbeerpampe oben drauf und garniere das Ganze noch mit ein paar Kokosflocken. Und dieses Rezept könnt ihr natürlich auch super in mehreren Portionen machen und vorbereiten, in mehrere Gläschen einfüllen und dann habt ihr für jeden Tag einen Snack oder ein Frühstück mit dabei. Das nächste Rezept ist ein roter Linsensalat mit Süßkartoffel aus dem Ofen, Aubergine und Feta. Die roten Linsen koche ich mit etwas Gemüsebrühe und schnippel nebenbei die Süßkartoffel in kleine Stückchen. Die kommt dann auf ein Blech mit etwas Olivenöl und diesem mediterranen Gemüse-Allrounder und dann bei ca. 190-200 Grad in den Ofen. Und während die schon mal ein bisschen vorbäckt, schnippel ich meine Aubergine und auch noch 2 übrig gebliebene Pilze. Und die kommen dann auf ein zweites Blech, werden etwas gesalzen und ebenfalls mit dem mediterranen Gemüse-Allrounder etwas gewürzt und kommen dann in den Ofen dazu. In den ca. 20 Minuten, die das dann noch im Ofen ist, schnippel ich noch etwas frisches Gemüse und hole das Ganze dann aus dem Ofen und verfrachte das in meine große Schüssel, wo schon die abgegossenen roten Linsen drin sind und mixe den ganzen Salat zusammen. Vielleicht ein etwas aufwendigeres Gericht, weil man was backen und kochen muss, aber man kann eben alles auch nebeneinander machen. Ich habe auch noch ein paar Sprossen dazugeben wollen, die waren aber schon ein bisschen eklig und haben komisch gerochen, deswegen habe ich das lieber sein lassen. Aber sowas Frisches würde zum Beispiel auch gut passen. Ich habe auch noch ein bisschen Feta dazugegeben, das ist aber optional. Und dann wie so ein kleines Dressing oder so noch ein bisschen Würze angerührt und zwar Zitronensaft mit Honig. Das Ganze gut umgerührt und dann abgeschmeckt und probiert. Und das ist ein richtig einfaches und cooles, leckeres Gericht. Natürlich gibt es auch kein Rezeptvideo von mir ohne ein bisschen Dessert oder Kuchen am Nachmittag und dieses Himbeer-Bananenbrot ist mein Favorit und auch perfekt für den Sommer. Das kann man zum Beispiel auch richtig gut einfrieren. Ich mache es meistens so, dass ich das halbe Bananenbrot im Kühlschrank aufbewahre und dann jeden Tag ein paar Stückchen essen kann und dann die zweite Hälfte taue ich nach ein paar Tagen auf, damit es einfach nicht schlecht wird, wenn ich da als eine einzige Person dran esse. Ich mache das super gerne mit Himbeeren, aber auch mit anderen Früchten. Letztens habe ich Brombeeren ausprobiert oder wie hier Erdbeeren und Blaubeeren eignen sich gut. Ihr könnt aber auch frisches Obst verwenden, Kirschen oder auch Apfelbirne, wenn nicht gerade Beerenzeit ist im Sommer. Auf jeden Fall sehr sommerlich. Lecker, einfach zuzubereiten und perfekt zum Meal Preppen, damit man Nachmittagssnack oder Dessert hat.
Eine weitere Art von Meal Prep, die ich regelmäßig mache, ist, selbstgemachtes Müsli zuzubereiten, sodass ich immer frisches Müsli im Haus habe, womit ich mir einen leckeren Snack mit zum Beispiel Joghurt und Obst zubereiten kann oder auch gut als Topping für meinen Porridge. Und da habe ich verschiedene Rezeptideen für euch auf meinem Blog notiert, das werde ich euch unten verlinken. Am liebsten hätte ich dieses Rezept mit Quinoa, Couscous oder Hirse zubereitet. Wir hatten allerdings nur noch Reis im Haus, also gab es bei mir eine Tomatenreispfanne. Ihr könnt das aber super gerne abändern. Kleingeschnittene Pilze, Zucchini und Aubergine habe ich in die Pfanne mit Zwiebeln und Knoblauch gegeben, die dort schon etwas in Olivenöl angedünstet haben. Dazu kommen dann außerdem noch ein paar kleingeschnittene getrocknete Tomaten sowie ein paar frische Cherry-Tomaten, die ich im Ganzen reingebe, sodass die erstmal ein bisschen dünsten und ich die dann später mit dem Messer zersteche. Ich habe außerdem das Ganze ein bisschen gewürzt und dann Tofu, Naturtofu kleingebröselt reingegeben, damit der sich so richtig untermischt, so ein bisschen wie so mit Ei angebraten, aber halt vegan. Außerdem gebe ich noch ein bisschen frischen Babyspinat dazu und dann, wie ich schon gesagt habe, zersteche ich die Tomaten, wenn die schon ein bisschen gar sind, damit die ihren Sud und ihre Flüssigkeit abgeben. Gebe dann meinen vorgekochten Reis hinzu, sowie Tomatenmark und Tomatensoße. So, dass die ganze Pfanne dann richtig schön gitschig ist, es aber gleichzeitig nicht zu soßig ist. Ich habe dann noch etwas Feta mit da drauf gegeben, weil ich Feta liebe. Und dann war das Rezept auch schon fertig. Burrito mit Sojageschnetzeltem. Das ist noch mein letztes Rezept für euch und das ist nur so halb ein Meal Prep Rezept, weil wir die Füllung vorbereiten, also zumindest die warme Füllung, und von der kann man mehrere Tage lang sich abends frische Burritos, also frische gefüllte Wraps mit noch frischen Zutaten machen. Also habt ihr danach nur noch ganz, ganz wenig Vorbereitungszeit, nur noch ein bisschen was Frisches schnippeln und den Wrap dann an sich zubereiten, aber die Füllung ist schon fertig. So habe ich mir das zumindest gedacht, weil ich finde immer, wenn man einen Wrap mit so was Warmem, Soßigen zubereitet und dann zum Mitnehmen dabei hat, ist es ziemlich eine matschige Angelegenheit. Also macht das lieber zum Abendessen. Das Rezept für die sojagehacktes Linsenmischung findet ihr unten aufgeschrieben und auch einige Ideen, was man sonst noch mit in den Burrito reinmachen kann. Ich hoffe sehr, ihr konntet neue Inspirationen schöpfen und habt Ideen, wie ihr euer Meal Prep etwas vielfältiger gestalten könnt und ein paar neue Rezepte, die ihr gerne ausprobieren möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und guten Appetit. Abonniert gerne unten, gebt meinem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir super gerne auch Feedback unten in die Kommentare oder per DM auf Instagram. Und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, ihr Lieben.